das Jahr 2013. Es hat also an einigen Orten auf dieser Welt schon begonnen. Wir schauen jetzt aber nochmals zurück auf das Jahr 2012. Wir kommen zum letzten Teil des Jahresrückblicks. Die wichtigsten Bilder und Fakten haben Natascha Schwien und Daniel Stössel zusammengestellt. Es geht um Sport, es geht um Wirtschaft, aber natürlich auch um Politik, so um die wichtigste Wahl des Jahres, als die Natur alles durcheinanderwirbelte. Am 29. Oktober fegt Sandy über den Osten der USA und legt die dicht besiedelte Küstenregion lahm. Millionen sind ohne Strom. Über 100 Menschen sterben. Das Chaos kommt in Schüben. Nach der Flut verursacht Sandy Explosionen und Feuer. Tagelang müssen Präsident Obama und Herausforderer Romney den Wahlkampf ruhen lassen und doch versuchen zu punkten. Präsident Obama tritt als zupackender Krisenmanager auf. Sandy spielt ihm in die Hand. Am 7. November wird Obama wiedergewählt. Mit seiner Familie lässt er sich feiern. Stilvoll und überglücklich. Trotz aller unserer Differenzen. Die meisten von uns haben die gleichen Hoffnungen für die Zukunft von Amerika. Bis zuletzt gibt sich Herausforderer Mitt Romney siegesgewiss. Nur Stunden vor den Wahlen sagt er, er habe nur eine Rede vorbereitet. Der Wahlkampf ist lang, teuer und verlogen. Tag für Tag sind die Kandidaten auf allen Kanälen präsent. In Werbespots werfen sie sich gegenseitig vor, Arbeitsplätze abgebaut oder ins Ausland verlagert zu haben. Mitt Romney gerät immer mehr in die Defensive, bleibt der Verlegenheitskandidat. Die Nase vorn hat der Präsident auch online. Mit Abermillionen Followers sichert sich Obama die Wiederwahl. Und so ist in den USA der Neue der Alte geblieben. Und das ist der neue starke Mann in China. Die Wahl von Xi Jinping zum neuen Staatspräsidenten stand längst fest. Im Unterschied zu den USA herrscht in Chinas politischem System aber keine Transparenz. Die Kommunistische Partei agiert im Verborgenen. Doch hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf. Bo Xilai, der charismatische Spitzenpolitiker, wird im November aus der Partei ausgeschlossen. Korruption, Mord und Machtgier bringen ihn zu Fall. Und die Familie von Xi Jinping soll über ein Millionenvermögen verfügen. Berichte dazu werden umgehend gesperrt. Die Kommunistische Partei als geheime Kaderorganisation scheint nicht mehr zeitgemäß. Und doch wird die Einparteienherrschaft in China kaum in Frage gestellt. Ende Oktober streicht die UBS weltweit 10.000 Arbeitsplätze, ein Viertel davon in der Schweiz. Die Großbank verkleinert die Investmentbank radikal und limitiert damit die riskanten Geschäfte. Jene Geschäfte, die zu Milliardenverlusten geführt haben. Das ist der notwendige Schritt, um die UBS stärker zu machen und uns gut zu positionieren für unsere Zukunft. Doch kurz vor Weihnachten die nächste Bescherung. Die UBS muss eine Buße von 1,4 Milliarden Franken zahlen. Die zweithöchste, die je gegen eine Bank ausgesprochen wurde. UBS-Mitarbeiter haben über Jahre den weltweit wichtigen Libor-Zinssatz manipuliert. Mauscheleien, welche die Aufsichtsbehörde in der Schweiz, in Großbritannien und der USA aufgedeckt haben. Der Reputationsschaden ist enorm. Kanonendonner, 20 Jahre nach dem EWR-Nein. Mit Treichlern, Fahnenträgern und der Landeshymne feiern die Gegner ihren Sieg von damals. Und sie feiern Christoph Blocher. Praktisch im Alleingang bodigte Blocher 1992 die Teilnahme der Schweiz am europäischen Wirtschaftsraum. Damit war der Grundstein für die Europapolitik gelegt. Doch heute will Brüssel keinen Sonderfall Schweiz mehr. Der bilaterale Weg wird zunehmend steiniger. Fassungslosigkeit und unendliche Trauer.
Nach dem Amoklauf an der High School von Newtown mit 28 Toten steht Amerika unter Schock und sucht nach Erklärungen. Die Mehrheit der Opfer waren Kinder. Wunderbare Kids, zwischen 5 und 10 Jahren. Sie hatten das ganze Leben vor sich. Der Schütze, ein 20-jähriger unauffälliger Schüler, ermordet zuerst seine Mutter mit ihren eigenen Waffen. Dann tötet er an der Grundschule 20 Kinder, 6 Erwachsene und richtet sich selbst. In ihrem Entsetzen sind die Amerikaner vereint. Doch sie streiten über schärfere Waffengesetze. Daran wird auch der Amoklauf von Newtown wenig ändern. Zerstörte Häuser, zerbombte Stadtteile, ein getrocknetes Blut. Und immer wieder Schüsse, Tote und Verletzte. Bilder, die in Syrien seit anderthalb Jahren zum Alltag gehören. Der Aufstand hatte hoffnungsvoll begonnen, war inspiriert vom arabischen Frühling. Doch die friedlichen Proteste gegen Präsident Bashar al-Assad haben sich zu einem Bürgerkrieg entwickelt. 40.000 Tote, Hunderttausende Flüchtlinge. Unter den Kämpfen am meisten zu leiden hat die Zivilbevölkerung. Lakhdar Brahimi vermittelt zwischen den Parteien. Von Präsident Assad und den Rebellen fordert der algerische UNO-Diplomat ein Ende der Gewalt. Die Lage in Syrien ist extrem schlecht und verschlimmert sich. Die Gewalt ist eine Gefahr für die Region und für den Frieden und die Sicherheit in der Welt. Die Opposition kann sich mittlerweile gut gegen das Assad-Regime behaupten. Solange aber Russland und China den Präsidenten unterstützen, ist die Chance auf Frieden gering. Es ist ein gezielter Abschuss aus der Luft. Am 14. November tötet Israel den Militärchef der palästinensischen Hamas in Gaza City. Ahmed al-Jabari war lange der Mann, den Israel am meisten suchte. Er galt als Top-Terrorist. Zuvor fliegen während Wochen Dutzende Raketen aus dem Gazastreifen in den Süden Israels und explodieren. Tote gibt es keine. Doch das Leben wird unerträglich. Israel reagiert mit einer Militäroffensive. Fliegt während Tagen Hunderte von Luftangriffen auf den Gazastreifen. Die Hamas schießt zurück, auch in Richtung Tel Aviv und Jerusalem. Auf beiden Seiten gibt es Tote und Verletzte. Darunter auch Kinder. Ägyptens Präsident Mursi tritt als Friedensvermittler auf und handelt eine Waffenruhe aus. Dafür wird er vom Westen gelobt. Sein Land aber ist gespalten und in Aufruhr. 2 Jahre nach der arabischen Revolution dieselben Bilder, dieselben Proteste auf dem Tahrirplatz in Ägypten. Sie richten sich gegen Präsident Mursi, der sich Ende November über die Justiz stellt und nach unbegrenzter Macht greift. Tausende Gegner des islamistischen Präsidenten liefern sich daraufhin Schlachten mit dessen Anhängern. Erst nach tagelangen Ausschreitungen lenkt der Präsident im Dezember zumindest teilweise ein. Bond. James Bond. Schöne Frauen, schnelle Autos. Und eiskalte Bösewichte. Der berühmteste Agent der Filmgeschichte wird 50. Und dabei ist 007 vor allem eines geblieben: der smarte Spion. Und dann war 2012 das Jahr, an dem die Welt nicht unterging. Am 21. Dezember endet der Maya-Kalender. Für viele Grund genug, über den Weltuntergang zu spekulieren.
Untergangsszenarien gehören seit jeher zur Menschheit. Nostradamus etwa hatte den Weltuntergang prophezeit oder auch Uriella vor der Jahrtausendwende. Wie alle diese Prophezeiungen war auch die jüngste falsch. Die Welt dreht sich weiter.